Einen wunderschönen 1. Mai, Vlogfolge 195 mit einem kleinen Akquise-Tipp zum Wochenende, wie man günstig an Immobilien rankommt. Aufgeschnappt die Woche von Bodo und Martin. Ihr werdet Bodo und Martin hier im Vlog kennenlernen, aber dann auch vor allem, wer das hört, im Immocation-Podcast in 2 Wochen. Wir nehmen nächste Woche was auf, ein bisschen ausführlicher schon, wo es um Stefan und meine Immobiliengeschichte geht. Und da gehören die beiden eben dazu, weil wir mit denen co-investieren. Und zwar machen die das in Brandenburg. Wir haben das gerade angefangen und die versuchen dort Objekte zu akquirieren. Und dort haben wir uns die Woche unterhalten und ich habe eine Sache aufgeschnappt, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und da geht es drum, also die beiden sprechen tatsächlich Leute auf der Straße an mit der Frage, ob denn hier Immobilien verkauft werden. Und ja, wir haben uns da ein bisschen amüsiert, weil das natürlich sehr ähnlich ist zur sogenannten Pick-up-Szene. Also wer das kennt, da geht es also darum, Frauen klar zu machen, beziehungsweise wahrscheinlich auch Männer andersrum, geht da genauso, um dann die Handynummer zu bekommen, die eine Nacht oder die Frau fürs Leben, was auch immer. In dem Fall, hier geht es natürlich darum, rauszufinden, wo werden Immobilien verkauft. Was die beiden dann erzählt haben, ist, man muss dranbleiben. Das heißt, also man spricht sehr viele an und ist erstmal klar, Numbers Game. Und dann sagen die meisten nein. Und das ist ja auch irgendwie logisch, ja, da kommen 2 Typen und was wollen die jetzt? Und Immobilien nein. So. Dann muss man sie aber in ein Gespräch verwickeln, das ist die große Kunst. Sehr ähnlich beim anderen Thema, glaube ich auch. Nicht, dass ich darüber was wüsste. Muss dann eben dranbleiben, über irgendwas reden, vielleicht über den Standort reden, über die Stadt hier. Und dann ganz oft, so nach 2-3 Minuten, sagen sie, kommt dann plötzlich, wenn man warm geworden ist, ein bisschen Vertrauen da ist, so im ersten Moment eben das Nein und nach 2-3 Minuten dann, oh, jetzt will ich drüber nachdenken, sie haben recht, da hinten, da soll ja was verkauft, das soll verkauft werden. Und tatsächlich hat dieses Vorgehen auch schon richtig zum Erfolg geführt und wir haben so ein Objekt gefunden, weil die beiden das so gemacht haben, was wir gerade auch kaufen. Genau, deshalb wollte ich es euch nicht vorenthalten und möchte jeden dazu raten, das zu tun. Wir haben das übrigens früher, zum Thema Frauen nochmal, auch gemacht, ein ganz simples Spiel, rein in den Club. Und dann war die Aufgabe, jeder muss sich mindestens 3 Körbe holen. Ja, und zwar ganz bewusst so formuliert, weil dann ist das Mindset gleich schon drauf eingerichtet. Ich hole mir jetzt 3-mal eine Abfuhr. Erst dann darf ich mein erstes Bier bestellen. Und dann habe ich 3 Abfuhren. Und wenn man so rangeht, dann tut einem das überhaupt nicht mehr weh. Und dann macht man es auch wirklich. Und ja, ob das jetzt erfolgreich war, werde ich mal nicht kommentieren. Am Ende ist ja das auch schon ewig lange her und mittlerweile geht es aber um Immobilien. Da habe ich selbst auch schon in die Richtung Sachen probiert, die auch sehr, sehr weit und zum Erfolg geführt haben. Insofern, wem sowas liegt, ausprobieren. Am Ende mehr als ein Nein kann es nicht geben oder eine schöne Immobilie unter Marktwert. Schönes Wochenende, bis Montag.